Es fliegt ein kleines Recruiting-Bienchen auf die Blumenwiese und findet jahrelang tollen, tollen, tollen Bewerbernektar. Und urplötzlich sind die Blumen nicht mehr auf der Wiese. Von einem auf dem anderen Jahr. Und jetzt ärgert sich die Blume und sagt, ich bin doch immer hier hingeflogen, immer an denselben Ort, immer waren da Blumen und ich habe doch ein Anrecht auf diese tollen Bewerber. Die ärgert sich und kommt Tag für Tag wieder auf die gleiche Blumenwiese, auf der gar keine Blumen mehr sind und ärgert sich und merkt, dass der Hunger immer größer wird und der Körper immer schwächer wird. Und während sich die eine Biene damit beschäftigt, warum denn jetzt gar keine Blumen mehr da sind und fliegt immer wieder dahin, gibt es andere Bienen, die fliegen auf andere Wiesen und probieren neue Dinge aus und finden neuen Honig und finden neue Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hört auf, im Recruiting exakt dasselbe zu tun wie letztes und vorletztes Jahr, was da wahrscheinlich auch schon nicht erfolgreich war. Findet neue Wege, beschäftigt euch nicht mit dem, warum ist das jetzt anders als sonst, sondern lasst euch drauf ein, weil ansonsten wird irgendwann mal der Körper schwächer und schwächer und schwächer und dann könnt ihr auch nicht mehr zu neuen Wiesen fliegen. In dem Sinne, viel Erfolg!